Sam Schmeier, Fachreport, Beziehungscoach und Pilot und alles Mögliche und so weiter und so fort. Genau, diesmal Videoblog. Und genau, heute haben wir mal das spannende Thema, wie sieht das aus? Ich denke noch so viel drüber nach. Oh, ist der Hund wieder rein und raus, ey. Alter, ey. Immer rein und raus, ey. Wie sieht das aus, wenn ich so viel nachdenke noch über so eine schwierige Beziehung und was mache ich denn da? Und ist ja manchmal so, man hat so eine absolute Horror-Drecksbeziehung gehabt und dann hätte ich was anderes machen sollen, habe ich was falsch gemacht. Also genau, darum geht's. Also, du kannst auch sicher Nachrichten schreiben über ein Formular auf liebeschiff.de. Liebeschiff findest du auch meine hervorragenden Kurse und die Schreiberin schreibt, hallo Hemschi, mein Name ist Anitschkula. Warum schreiben mir nur Russen und Russinnen? Ich weiß nicht. Und bin Anfang 40. Ich schreibe dir diese Mail, da ich mich immer wieder mit der Ex-Beziehung auseinandersetze, die schon 53 Jahre zurückliegt. Das liegt nicht daran, dass ich noch Gefühle für meinen Ex habe. Allerdings konnte ich ein paar Dinge nicht richtig verarbeiten, die ich nicht loslassen kann. Als ich meinen Ex kennenlernte, war ich Anfang 20. Überleg mal, das ist echt 20 Jahre, Wahnsinn, ne? Er gab mir das Gefühl, seine absolute Traumfrau zu sein. Ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Das ist dann oft Traumabindung. Es gab Andeutungen von Freunden, dass seine Begeisterung oft schnell wieder nachlässt. Also Minuspol, wie aus dem Lehrbuch, wie ich immer sage. Kanatschkikow hat mich schnell in seinen Freundeskreis integriert, wollte jedoch nie mit zu meinen Freunden kommen. Da ich der Pluspol des Grauens war, habe ich mich immer mehr von meinen Freunden zurückgezogen. Da ich noch mal, ja, ich meine, mal ganz ehrlich, wenn man so jung ist, also wer hat nicht in jungen Jahren mal so ein bisschen Toxi-Toxi gehabt? Ich glaube, gehört zum Erwachsenwerden dazu. Alles gut. Da ich noch bei meinen Eltern wohnte, wollte ich nach meiner Ausbildung in die Stadt ziehen, in der er auch zufällig wohnte. Er schlug mir nach 3 Monaten vor, dass wir uns dann ja eine Wohnung zusammennehmen könnten. Obwohl bis hierhin, ich meine, man merkt so dieses Flatterhafte, aber ja, gut, immerhin geht's ja voran scheinbar. Mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, dass es für mich besser wäre, erstmal allein zu wohnen. Ja, hört auf euer fucking Bauchgefühl. Aber dann zogen wir nach 9 Monaten Beziehung zusammen. It happens. Ab da investierte Kanatschnikow viel Zeit in seine Band. Ich teilte ihm mit, dass ich keine Zeit mehr mit ihm verbringen wollte. Er fühlt sich davon schnell eingeengt und er forderte, dass ich ihm seinen Freiraum lasse. Durch das schwierige Verhältnis zu meiner Mutter und meinem Stiefvater bin ich mit leeren Eimer und geringem Selbstwertgefühl in die Beziehung gegangen. Meine Mutter war Alkoholikerin und wertete mich oft ab und wurde mir gegenüber aggressiv. Ja, wenn ich eine Sache sagen muss, die am häufigsten vorkommt, biografisch, dann ist das ein alkoholkranker Elternteil. Also wenn man sowas hat, dann sollte man eigentlich die Kurse von der Krankenkasse bekommen, sag ich mal. Spaß, aber das ist wirklich so der Einstieg in Co-Abhängigkeit. Manchmal auch Narzissmus, aber naja. Zudem hatte ich in der neuen Stadt keinen eigenen Freundeskreis und habe nur wenig für mich gemacht. Mein Ex triggerte meine Verlustangst an und er entfernte sich von mir. Gut, ist wahrscheinlich auch ein bisschen diese Pluspol drückt immer mehr, Minuspol wird immer minuspoliger, Pluspol drückt noch mehr und so weiter, ne? Mein Ex triggerte meine Verlustangst. Es gab nur noch ganz selten Dates zwischen uns, obwohl sie zusammen wohnen, ne? Allerdings sind wir häufig zusammen zu Partys von seinen Freunden gegangen. Mein Ex trank dort immer sehr viel. Ja, eine rote Flagge kommt selten allein, ne? Und wurde mir gegenüber distanziert. Er flirtete mit anderen Frauen, eine dritte riesige Red Flags, aber ja, ihr wart jung. Und beschimpfte mich im betrunkenen Zustand als Begriff, den ich hier nicht wiedergeben kann, der mit dem wir aber gepflegt als nächste riesige rote Flagge sehen können. Es gab immer häufiger auf Partys Streit zwischen uns. Teilweise ging das auch von mir aus, weil ich manchmal richtig eifersüchtig war. Naja, das ist ja normal. Das ist, also ich weiß, dass ich kriege öfter so E-Mails, wo dann der Pluspol schreibt, ja, aber ich war ja auch schlimm und ist ja auch aller Ehren wert, dass man auch guckt, wo habe ich nicht gut reagiert, aber der Ausgangspunkt ist ja dein Freund, ne, da. Und das ist immer so, also dass dieses, also viele Pluspole werden total getriggert in ihrer Beziehung und verlieren dann immer mehr diesen Boden, diese Erdung, das Gefühl von Realität und werden selber total instabil und machen dann auch instabile Sachen so, ne? Also schreien dann vielleicht auch rum und
Sollte man natürlich nicht machen, weil vor allen Dingen verlängert das Elend. Ne? Ist viel besser, wenn man so eiskalt ist und einfach beobachtet. So, das ist ja auch so ein Tipp, nicht reagieren, sondern beobachten so. Aber leichter gesagt als getan, vor allen Dingen, wenn man das Material nicht hat, was es heute gibt. Insofern, ja, kann man natürlich, sollte man auch immer auf sich gucken, aber ich meine, der Ausgangspunkt ist dein Freund, ne? Zudem hatte ich in der neuen Stadt keinen eigenen Freundeskreis. Achso, das hatten wir schon. Als ich auch mal zu viel getrunken hatte, ja, das ist ja auch noch so, dass man selber anfängt, mehr Alkohol zu sich zu nehmen, wenn man es einfach nicht aushält. Und dadurch ziemlich nervig war, brachte er mich nach Hause. Er ging dann wieder zu seinen Freunden und, Achtung, ich will jetzt hier niemand antriggern, Grenzübertritt. Und ich stellte fest, dass er die Haustür abgeschlossen und alle Schlüssel mitgenommen hatte. Somit hat er mich zu Hause eingesperrt. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht kommentieren, wie fucking drecksasozial das ist und natürlich auch weiß nicht, wie das in der inneren Mongolei ist, aber nein, Spaß. Auch Rechtsübertritte und tja, so ist das dann, ne? So sind wir, glaube ich, schon bei 5 riesigen Red Flags. Nach 2 Jahren fand ich heraus, dass er über einen Messenger Kontakt mit anderen Frauen hatte. 6. riesige rote Flagge, mit denen er anzügliche Nachrichten austausche. Ich fand auch Bilder von einer Frau in Dessous, die regelmäßig mit ihm schrieb. Ja, das ist ja diese Minuspole, wie ich sie mal nenne, da reicht ja nie eine Frau. Da kannst du Dua Lipa und Taylor Dingsbums in einer Person sein. Das reicht nicht, ne? Es muss immer mehr, immer mehr. Dann muss immer mit irgendwelchen Leuten geschrieben werden und Sexting, ja, kennen wir alles. Immer der gleiche Scheiß, ne? Er rastete aus, da ich auf seinem Rechner rumgeschnüffelt hatte. Ja, jetzt kann man wieder sagen, man soll nicht rumschnüffeln, aber du hast ja einen Grund, ne? Also das, was ich meine, man muss einfach gehen, so aus heutiger Sicht, kann man das zumindest analysieren, weil das keinen Grund zu kriegen, ne? Und man sucht dann nach Beweisen. Das ist so ein bisschen so, als wenn man, wenn du im Wald stehst und sagst, ich muss beweisen, dass hier irgendwo ein Zweig rumliegt, aber du ignorierst den ganzen Wald, der da rumsteht, ne? Also man sucht dann nach irgendwas, während es einem eigentlich entgegenspringt, so, man muss gar nicht suchen, ne? Ich war sehr wütend, da ich mich hintergangen fühlte. Er versicherte mir, dass er nichts mit dieser Frau hatte. Ach, nein! Diese ganzen Dickpics, die ich da geschickt habe, die waren nur für die Deutsche Nationalbibliothek, ne? Also das, ich weiß nicht, das habe ich, die arbeitet da und deswegen musste ich ja die Dickpics von meinem Dickpic-Buch schenken und wir haben so eine Dokumentation gemacht über Dirty Talk irgendwie und da musste ich mich mit ihr austauschen und ja, alles klar. Also er hat nichts mit dieser Frau und dass er nur für die Selbstbestätigung mit ihr schrieb. Ja, dann ist ja alles gut. Ich habe nur wegen Selbstbestätigung mit ihr gevögelt. Ja, dann ist ja alles Bombe. Und die Bilder eine Art Trophäensammlung für ihn waren. Ach, super. Ich habe auch übrigens hier, ich sammle auch immer Trophäen und verschiedenen Kondomgrößen und habe ich auch so eine Trophäensammlung. Du musst das immer mal umdrehen. Weißt du, es gibt ja nicht immer, also natürlich sollte man immer gehen, aber man kann auch mal so durchdenken, wie es wäre, wenn du ein Spieß umdrehen würdest. Wenn du könntest auch sagen, ja, es ist jetzt sofort ich habe das Vertrauen verloren, es habe jetzt eine offene Beziehung. Ne? Also damit wäre theoretisch auch ein Gleichstand hergestellt. Einfach um mal den auch mal, ich meine, man ist nicht wirklich eine gute Idee, aber um vielleicht in Gedanken mal zu überlegen, Lektion zu erteilen. Ja, ich mache das auch, ich sammle jetzt auch Trophäen. Ja, ich treffe mich auch nicht. Nee, das ist auch nur. Ich treffe mich auch noch mit den Typen wegen Selbstbestätigung. Also ihr dürft halt auch nie, also entweder man geht oder man lässt nicht zu, dass die Beziehungen einseitig werden. Wenn du, weil du aber niemanden dazu bringen kannst, irgendwas zu machen, wenn er es nicht will, kann man theoretisch, das ist immer so ein bisschen akademische Diskussion, kann man auch die Exklusivität auflösen, kann man sagen, ist ja eh nicht mehr da, ne? Tja, da machen wir eben alle, was wir wollen. Da wäre natürlich was los, das darf man natürlich nicht. Es darf immer nur einer die Scheiße bauen, ne? Das ist ja immer so, wenn man dann sagt, nee, jetzt bauen wir alle Scheiße. Und, ach nee, also nee, das geht nicht, ne? Du darfst das nicht, ne? Ja. Ich verlange, dass er sofort den Kontakt zu dieser Frau abbrechen sollte. Sehr gut. Aber ist ja eh schon alles. Ich meine, es ist einfach, man weiß ich nicht, das ist
weiß gar nicht, was die Steigerung von roten Flaggen, ich weiß nicht. Es ist, man wird, wenn er erstickt, förmlich einen roten Flaggen, ich meine, es ist einfach. Was er angeblich auch tat, ja, ist angeblich bestimmt wichtig. Das Vertrauen war jedoch maßgeblich gestört. Echt? So ein netter Kerl. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Kontakt zu dieser Frau noch bestand. Ja, das Bauchgefühl ist häufig, geht komplett durch die Decke in toxischen Beziehungen. Ich denke, können wir safe sagen, dass es hier sehr toxisch ist. Und es stimmt leider, ne, oft, ne. So. Als ich diesmal meinem Freund mitteilte, meinte er, dass ich krankhaft eifersüchtig und paranoid sei. Das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch für toxische Beziehungen her. Ja, weil du vielleicht auch laut geworden bist aber das ist deswegen, mein Rat ist immer, ich weiß, das ist jetzt auch eine Rückschau, aber mein Rat ist immer, es wäre viel leichter, es würde viel schneller gehen, wenn ihr eiskalt seid und die eigene Spielfläche sauber haltet, wenn ihr einfach sagt, okay, 1, 2, 3 Dealbreaker, ich bin raus hier, oder ich gucke mir das ganz in Ruhe an, was jetzt, weil so Typen wie dein Freund, die bringen sich immer mehr um Kopf und Kragen. Man muss eigentlich nur da sitzen und zugucken, wie, man muss auch nicht mal suchen, kriegst du auf den Teller serviert, weil der nicht anders kann. Der kann nicht anders als Red Flags produzieren, so, ne? Und du brauchst eigentlich gar nichts machen, du musst auch nicht suchen, du kriegst das entgegengeflogen, so. Dafür muss man aber die Eigenspielfläche sauber halten, weil dann sind all die Diskussionen, du machst ja auch, du hast ja auch, sind hinfällig, wo du sagen kannst, nee, ich habe einen Scheiß, habe ich, gar nichts habe ich, ne? Ich bin hier blitzblank sauber und du baust nur Scheiße, ne? Das verschnellert das Ganze irrsinnig, ne? Ich wurde mit der Zeit immer eifersüchtig und fing manchmal an Streit an, wenn er mit anderen Frauen sprach. Du denkst jetzt vielleicht, oh, ich bin ja auch ein bisschen instabil geworden. Aber das ist ja nur wegen dieser Drecksbeziehung. Also mit einem bindungssicheren Mann würde das nicht passieren, so, ne? Und auch damals nicht, ne? Allerdings fing er auch manchmal an, mit ihnen zu flirten. Ich sag ja, die ganze Stadt reicht da nicht. Es muss immer jemand Neues. Mein Ex meinte, ich sei krank. Ja, das nennt man Gaslighting. So fühlte ich mich auch. Mir ging es richtig schlecht, litt unter Herzrasen. All diese Symptome, die es dann plus wohl gibt, ne? Das gibt es häufig noch, also gibt es jetzt, ich habe da keine Belege für, aber häufig noch Entzündungen und andere Probleme und was weiß ich, ne? Dann habe ich in meinem Leben noch nie so einsam gefühlt. Ich hatte das Gefühl, es wird immer schlimmer, wenn wir zusammen ausgingen, verschwand er plötzlich und tauchte am nächsten Morgen schutzbetrunken zu Hause auf. Ja Gott, was soll man da? Das ist einfach unterste Kategorie, ne? Ich machte mir schlimme Sorgen, ein paar Jahre nachdem er den Kontakt zu dieser, Frau hatte, oder gehabt hatte, weil, oder hatte er immer noch, ich weiß es nicht, wie lange warst du mit ihm zusammen, oh Gott, das ist ja schrecklich, ey, fand ich ein Bahnticket zu ihrer Heimatstadt in seiner Hosentasche. Die haben sich bestimmt nur zu Schachspielen getroffen, würde ich sagen. Was willst du eigentlich? Was riecht sich so auf? Bist du so eifersüchtig? Du bist krankhaft eifersüchtig. Aber da kann man mal sehen, wie einem so die Realität entschwindet, ne? Er bestritt vehement, zu ihr gefahren zu sein. Leute, ihr braucht da keine Beweise mehr. Das ist. Ihr seid nicht das Bundesverfassungsgericht, ne? Das ist. Man weiß, eigentlich, du auch damals, man will es noch nicht wahr, man weiß, was gespielt wird, ne? Aber dass nichts zwischen den beiden lief. Ach. Stimmt nicht. Gar nicht. Ne? Hat nur Analverkehr, es zählt ja nicht. Okay, schlechter Scherz. Laut seiner Aussage fühlt er sich so, da ich so sehr klammerte. Ja, das ist Schuldumkehr, Gaslighting. Wieder alles dabei ja heute, ne? Klar fängt man an zu klammern, wenn man ständig in so einen Irrsinn getrieben wird, ne? Auf einem Konzert trafen wir einen ehemaligen Freund meines Ex. Er erzählte mir, dass er den Kontakt abbrach, da mein Ex seine Freundin geküsst hätte. Ja, war bestimmt ein guter Flirter und es ist nie genug, wie ich schon sagte, ne? Während er mit mir zusammen war. Ich war so blöd, Kanitschkow zu glauben, dass sein ehemaliger Freund nicht die Wahrheit sagte. Ich würde mein Vergangenheits-Ich gerne schütteln. Menschlich. Aber es bringt nichts. Da ich mich so einsam fühlte, wurde ich Mitglied in einem Verein. Dort war nicht die Kraft, mich aus dieser Beziehung zu lösen. Super. Ich war 6 Jahre mit Kanitschkow zusammen und hätte mich schon viel früher trennen müssen.
Hätte Fahrradkette. Also ich hätte auch gern das Wissen, was ich jetzt hätte und wäre noch mal 18. Großartig, aber so ist das Leben nicht, ne? Wüsste ganz genau, was ich machen würde. Es wäre es echt, aber so ist es halt, ne? Damals hatte ich mich leider noch nicht mit Standards und Dealbreakern auseinandergesetzt. Wie denn? Das gab es in Deutschland nicht. Das gab es 100 pro nicht. 20 Jahren, ja, das gab es vor 30 Jahren habe ich studiert, da gab es das auch noch nicht. Ne? Also zumindest selbst in der ganzen Uni-Bibliothek habe ich da nichts drüber gefunden damals. Liebessucht gab es schon ein oder zwei Bücher, englische. Das Schlimmste ist, dass er nie zugeben hat, mich betrogen zu haben. Da komme ich gleich nochmal zu. Sonst hätte ich das viel besser verarbeiten können. Ich zweifle bis heute manchmal an meiner Wahrnehmung und frage mich dann, ob ich nicht wirklich paranoid war. Nee, garantiert nicht. Ich hatte danach noch weitere Beziehungen, die zwar nicht ganz so schlimm, aber auch nicht einfach waren. Deshalb habe ich mich mit meinen verlustängstlichen, co-abhängigen Mustern auseinandergesetzt und freue mich auf deinen Kanal gefunden zu haben. Solo bin ich seit 6 Jahren und hoffe, dass ich mich bald wieder traue zu daten. Ja, also bringt euch da raus. Also holt euch, klar, für dich wäre jetzt so Standardprogramm hier, Modul 1, 2, 3 könntest du machen, Bindungsangstmodule, Datingmodule, also macht was und dann geht aber auch raus daten, ne? Sonst wären auch 6 Jahre schnell, 7 Jahre, 8 Jahre. Momentan beschäftige ich mich mit meinen Hobbys, ist immer gut, nice, geiles Leben, ne? Und versuche mein Leben so schön wie möglich zu gestalten. Vielen Dank schon mal für die Antwort. Liebe Grüße. Anitsch Kulowskila, ja. Okay. Also du machst hier nur einen Fehler. Und da, wenn du jetzt Modul 0 zufällig hast, könntest du da auch mit den Tools da drin da arbeiten. Muss aufhören, darüber nachzudenken, ne? Das ist ein Teil, dass das so desaströse Wirkungen hat, ist dieses ewige drüber nachdenken. Du kannst das nicht lösen. Wenn ich jetzt an meine 2,5 toxischen Beziehungen denke, die ich in meinem Leben hatte, könnte ich mich jetzt auch wieder reindenken und aufregen, wie konnten die nur so sein? Wie kann man überhaupt nur so sein? Wie kann man nur so ein Mensch sein? Ja, aber es ist so, die Welt ist so. Es gibt schlimme Menschen, ne? Also, oder auch andere Menschen nicht begegnet. Wie konnten die so sein? Wie konnten die mich so verarschen? Wie konnten die mich so? Aber du weißt ja auch nie, was in deren Köpfen vorgeht, dass sie denken, sie hätten Recht dazu oder es wäre in Ordnung. Da findet man keinen Frieden, so, ne? Das ist erst, wenn man mal selber sich ein bisschen mehr minuspolig verhalten hat, vielleicht in anderen Beziehungen, dann, ach, so kann man da reingeraten und ich weiß nicht was. Aber das bringt gar nichts. Warum und wieso? Und ja, natürlich wird er fremdgegangen sein. Also mindestens emotional und sehr, sehr wahrscheinlich noch mehr. Aber spielt das jetzt heute eine Rolle? Klar, würden wahrscheinlich viele sagen, es muss es verarbeiten, aber man kann sowas irgendwie. Hatte ich auch gerade zu einer Klientin gesagt, warum muss man immer alles verarbeiten? Du kannst es in eine Kiste packen und wegstecken. Was willst du denn da? Du wirst diese Informationen nie bekommen, die dir jetzt fehlen da, ne? Und meiner Ansicht nach ist ein Drecksbauchgefühl und dieser ganze. Ihr seht ja auch, was hier dargestellt wird, wie die Beziehung so war. Man muss ja nur zwischen den Zeilen lesen, da weiß man, dass es ein absoluter Irrsinn ist, dass du einfach komplett belogen wurdest. Und die Details muss man nicht wissen. Ist der jetzt einmal, fünfmal, zehnmal fremdgegangen? Und darüber nachzudenken, kann er total fertig machen, ne? Dann, wie konnte er so viel fremdgehen? Oder wie konnte er das? Oder wie konnte er nur? Wie konnte er mich anlügen? Ja, es gibt so Menschen. Hab die Welt nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Also, das ist, warum muss man, wenn man so co-abhängig ist, an solche Typen geraten? Ja, es ist so. Vielleicht damit man lernt und sich ausgleicht, vielleicht ist man im nächsten Lebensmal vielleicht selber der Tour oder ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, es weiß niemand. Ne, Fakt ist, dass es Standard ist, was hier passiert. Und ich kann das total verstehen, ich kann mich auch noch daran erinnern, Gott, ist sie mir fremdgegangen, warum habe ich das nicht? Da hätte sie fremdgehen können, da war total komisch, da hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl, da konnte ich nicht schlafen, da hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl, aber du gibst dem. Man hätte dich ja einfach wie Dreck behandelt, sagen wir mal, wie es ist, ne? Und du gibst den Typen immer noch, dieser Sache immer noch Energie heute, indem du drüber nachdenkst. Also das Beste ist eigentlich zu sagen, dieser Typ ist tot für dich, die ganze Geschichte ist tot und du gibst da nicht mehr ein Jota Energie rein. So, sondern gibst deine ganze Energie, du packst das weg, denkst da nicht mal drüber nach, was man üben kann, ne? Definitiv. Redest dir auch nicht ein, ich muss das jetzt alles verarbeiten. Nee, du kannst einfach weiter daten, du hast die Tools, dass dir sowas nicht wieder passiert irgendwie und
Ja, und du machst eine neue Erfahrung und du weißt, sowas wird dir nie wieder passieren. Ist es ja auch nicht. Klar, es, manchmal kriegt man nochmal trotzdem jetzt nicht irgendwie eine tolle Beziehung, aber es wird nie so schlimm werden, weil man diese Lektion gelernt hat, so, ne? Und man lernt auch, sich von bestimmten Menschen einfach fernzuhalten. Also man kriegt ja auch, also diesen sechsten Sinn hat es ja schon damals, den haben, glaube ich, die meisten Menschen, aber du lernst auch darauf zu vertrauen und zu sagen, wenn der anschlägt, bin ich raus, ich brauche keine Begründung. Meiner Ansicht nach braucht man keine Begründung, weil einem das Bauchgefühl genug sagt. Wie gesagt, du musst den ja nicht verurteilen und vor Gericht mit Beweisen überführen. Ich verstehe schon, dass das schöner gewesen wäre. Du hättest, weil das ist, diese Beziehungen erzeugen ja so einen absoluten Nebel, so ein absolutes Chaos. Unser Gehirn möchte in dieses Chaos Ordnung reinbringen. Aber du wirst diese Informationen nie bekommen, ne? Und meiner Ansicht nach brauchst du sie auch nicht. Und dieser Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, hält einen in diesen Energien fest, so, ne? Und das willst du nicht, ne? Mein Gott, das ist 20 Jahre her. Also, forget it. Weißt du, jede Zelle in deinem Körper hat sich schon mal erneuert. Du bist, keine Zelle in deinem Körper war mit diesem Typen zusammen, so, ne? Das hack's ab und erzähl dir nicht die Story. Du müsstest das immer wieder durchdenken und durcharbeiten. Musst du nicht, ne? Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, und das ist der Normalfall. Also, der Normalfall ist, dass wirklich völlig destruktive, instabile Beziehungen so enden, mit einem Riesenhaufen Fragen. Das ist normal. Dass man all die Antworten kriegt, ist eher nicht normal. Das ist, dann, und ob es jetzt wirklich besser ist, nehmen wir mal, du findest jetzt raus, er ist dir 10-mal fremdgegangen und von 9-mal weißt du gar nichts. Ist es, vielleicht ist es so besser, dass ich nicht alles weiß, ne? Und du bist gesund, du bist, hast ein schönes Leben, kannst neu daten. Diese Geschichte ist, der hat seine Chance gehabt, hat er nicht genutzt. Und er ist es nicht mal wert, dass du über ihn nachdenkst, würde ich sagen. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.